Herzlich willkommen, liebe Zwillinge. Ich schaue in dieser Tarotlegung, was 2024 auf dich zukommen könnte. Wir gucken hier in verschiedene Bereiche. Das heißt, Liebe, Beruf, Finanzen, Soziales, aber auch innere Themen wie glücklich sein, glückliche Chancen, persönliche Entwicklung. Und am Ende der Legung ziehe ich euch eine Karte, die einen speziellen Segen, einen speziellen Schutz für das neue Jahr darstellen soll für euch. So, meine lieben Zwillinge, wir gucken als erstes aufs Thema Liebe, was ich euch da schon sagen darf. Bitte beachtet, es ist eine kollektive Legung. Das kann nicht auf alle zutreffen. Wenn ihr es nicht fühlt, macht es bitte nicht krampfhaft zu eurer Legung. Versucht da nicht irgendwelche Knackpunkte zu finden, die es gar nicht gibt. So, ich muss aber schauen. So, generell habe ich hier beim Thema Liebe schon mal sehr, sehr, sehr günstige Karten. Ihr seid auf einem guten Level. Du und dein Herzensmensch, wenn du Single bist, bist du hier auch eigentlich gut alleine unterwegs, ne? Wir haben hier eine Karte, die zeigt an den Abschluss einer Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch den Abschluss einer zwischenmenschlichen Entwicklung in einer Beziehung, ne, ein Paar, was sich gemeinsam entwickelt hat. Wir haben hier einen Lorbeerkranz um die Welt herum und sie ist wirklich in so einer Position, wo sie nichts mehr zu tun hat, außer zu tanzen. Sie hat an wahnsinnig viel Wissen gewonnen. Sie weiß, wie sie damit umzugehen hat. Und es zeigt, wie gesagt, auch immer diesen Abschluss einer Entwicklung, beziehungsweise man ist auf dem höchsten Treppchen angekommen, ja. Generell habe ich dich hier als sehr feste Person, sehr routiniert und hier ist auch eigentlich nichts mehr zu rütteln. Wenn du Angst um deine Beziehung hast, die ist an dieser Stelle völlig unbegründet. Das ist hier tatsächlich eine großartige Energie. Eure Beziehung ist verwurzelt, sie ist im Stein gemeißelt. Vielleicht ist sie in letzter Zeit ein bisschen zu routiniert geworden. Also einfach zu viel Alltag, zu wenig Neues. Das kann hier auch in der Legung mit drin sein. Hier habe ich nochmal so eine Stillstandskarte und der Herrscher ist in der Regel auch sehr, ich würde sagen, Adynam, ne? Der sitzt da auf seinem steinernen Thron und da verändert sich jetzt erstmal nichts. Natürlich ist er bereit aufzustehen und zu kämpfen, wenn es soweit ist, aber er sieht die Notwendigkeit im Moment nicht. Jetzt haben wir hier nochmal so ein bisschen Ohnmachtsgefühle. Es kann sein, dass ihr oder beziehungsweise eine gewisse Ruhebedürftigkeit. Es kann sein, dass ihr 2024 so ein bisschen das Bedürfnis habt, vielleicht auch etwas ohne den Partner zu unternehmen oder beziehungsweise euch einfach mal zurückzunehmen und vielleicht so ein bisschen eine kleine Innenschau zu veranstalten, ne? So ein bisschen in die Meditation reinzugehen, etwas mehr Ruhe zu finden, auch außerhalb der Beziehung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also in meinen Augen ist eine Beziehung auch dann rund, wenn beide Partner unabhängig voneinander ihre eigenen Hobbys nachgehen, wenn sie ihre eigenen Freunde treffen. Von daher, da sehe ich eigentlich gar keinen Knackpunkt, ne? Sehr schöne Beziehungsdynamik. Gleichzeitig, wenn du Single bist, ja, dann könnte sich das tatsächlich so anfühlen mit dieser Kartenlegung, dass du hier etwas Festes erwarten darfst, ne? Du bist im Grunde genommen nicht ungern Single. Du weißt ganz genau, dass du dir selber auch reichst. Vielleicht hast du ab und zu auch mal das Gefühl, okay, ich muss gar keinen Partner an meiner Seite haben. Der würde mich nur nerven. Der würde meine Ruhe irgendwie stören. Aber auf der anderen Seite sehe ich hier auch die Chance, eine Beziehung mit einem sehr festen Fundament aufzubauen und vielleicht am Ende des Jahres zu haben. So, liebe Leute, was ich jetzt schon merke, ich fange an, sehr schnell zu sprechen. Wenn ich euch zu schnell bin, stellt die Wiedergabegeschwindigkeit ein bisschen runter. Ich kriege sehr viele Informationen und ich habe das Gefühl, die wollen alle raus. Von daher, bitte verzeiht es mir. Jetzt gucken wir auf das Thema Beruf. Na, sehr viel Schwertenergie und so ein bisschen so ein Hin- und Hergeplänkel, okay. So, beim Beruf habe ich eine gewisse Verunsicherung, ja. Du sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen oder es könnte sich 2024 anfühlen, als ob du im Beruf zwischen den Stühlen sitzt. Das ist auch so ein bisschen so, ich zweifle daran, ob das, was ich wirklich mache, ob das so sinnbehaftet ist, ob ich das für den Rest meines Lebens machen möchte. Bei dieser Karte möchte ich einmal auf die Augenbinde verweisen, ja. Die ist hier sehr präsent und es kann sein, dass du etwas im beruflichen Kontext nicht gut oder nicht klar überblicken kannst, dass da vielleicht auch deine Zweifel über
überwiegen und du hier verunsichert bist, obwohl du einfach einen schlechten Überblick hast über die Gesamtsituation. Ich habe dich hier, dass du die Verbindungen zu Kollegen intensivieren kannst, dass du vielleicht auch irgendwie nochmal den Leuten tiefere Einblicke in dein eigenes Seelenleben oder vielleicht auch in deine Lösungsbereitschaft zeigst, ne? Also ich habe jemanden, der dir wirklich näher kommt, aber nicht im romantischen Sinne, sondern im beruflichen Kontext, dass der vielleicht auch merkt, oh, Frau oder Herr Zwilling hat großartige Ideen für die Firma. Irgendwie scheint das hier eine gute Bereicherung zu sein, ne? Ich habe hier nochmal mit dem Pagen der Schwerter den Impuls auf mehr Wissen, aber gleichzeitig auch auf Erkenntnisse. Auch da darfst du selber entscheiden, ob du diese annimmst oder ob du diese vorbeiziehen lässt. Es ist so ein bisschen dieses, ich kann mich hier noch mal in eine oder andere Richtung schlau machen. Ich kann da und da noch mal ein bisschen Wissen dazu gewinnen, vielleicht Fortbildung, Weiterbildung oder irgendeinen Kurs, der vielleicht auch so 1 oder 2 Tage dauert. Das sehe ich hier definitiv. Aber wie gesagt, was hier sehr, sehr präsent ist, ist wie gesagt dieser Zweifel, der eigentlich, ja, da musst du gucken, wie du damit umgehst. Ja, da würde ich dir tatsächlich an dieser Stelle empfehlen, so eine Innenschau mal zu machen, vielleicht auch noch mal zu gucken in einer günstigen Situation, vielleicht mal alle Pro- und Contra-Sachen auf den Zettel zu schreiben, damit du hier aus dieser Verunsicherung rauskommst, ne? Weil die Kollegen schätzen dich, du hast hier eine Menge Potenzial auf Weiterbildung und ja, wenn du unzufrieden bist, überleg, wo kommt diese Unzufriedenheit her? Und ich denke, dann wird sich das auch alles fügen. So, lieber Zwilling, jetzt gucken wir aufs Thema Finanzen. Die ist gerade liegen geblieben, als ich den Kartenstapel angehoben habe. Finanzen ist zunehmend ein Thema, das ich auch in privaten Legungen bearbeite, weil die Leute wissen wollen, wie geht es bei mir mit den Finanzen weiter. Oha, Zwilling, da ist jemand, der will an dein Geld. Ich habe hier mit der Feindeskarte jemanden, der ist neidisch und der will dir was wegnehmen. Es kann auch sein, dass das hier ein Familienmitglied ist, was sieht, oh, mein Bruder, meine Schwester, der Zwilling, der hat sich da was angehäuft, der hat vielleicht sich auch so einen kleinen Notgroschen zur Seite gelegt und den will ich haben, ja? Oder wenn dir jemand anfängt, komischerweise Honig ums Maul zu schmieren oder versucht, hier ganz lieb Kind zu machen bei dir, schön Wetter, dann ist das hier so eine Energie, da könnte dir was verloren gehen oder jemand will dir was wegnehmen. Das kann aber auf der anderen Seite bei finanziellen Dingen, kann es auch so Sachen sein wie Schneeballsysteme, irgendwelche unseriösen Coaches, die dir versprechen, dass du nur mit dem richtigen Mindset dann sehr viel Geld in kurzer Zeit machst. Ja, diese Menschen meinen das nicht ehrlich, sie wollen dir was wegnehmen und das tun sie tatsächlich auch sehr planvoll. Natürlich so ein bisschen versteckt hinter dem Mantel von wegen, ich will dir helfen, ich will dir ja auch, ich will dir was Gutes, aber das Ding ist halt, die haben sich da einen Plan gemacht. Ne? Hier bitte aufmerksam sein bei solchen Menschen. Hier mit der Gerichtskarte oder mit der Gerechtigkeit haben wir hier diese Energie, da ist ein kluges Urteil vonnöten. Ne? Wenn du irgendwelche Chancen bekommst, aus deinem Geld mehr zu machen, dein Geld anzulegen, bitte, bitte die ganze Nummer von vorne bis hinten begutachten, von vorne bis hinten überdenken, alle Sachen auf den Tisch holen und wirklich faktisch einmal so einen Check unterziehen. Ne? Und dann, wenn du zu einem Urteil gekommen bist, dann wird das aber auch Hand und Fuß haben. Also keine Schnellschussentscheidungen 2024. Nimm dir da auch genügend Zeit, wenn jemand dich unter Zeitdruck setzt. Du musst dich jetzt sofort entscheiden, morgen ist das Angebot nicht mehr da, dann ist es das hier. Ja, ganz, ganz wichtig. So, mit dem Narren habe ich hier nochmal so eine Energie unbeschwert und frei. Ich glaube nicht, dass du irgendwelche großen finanziellen Probleme hast. Wie gesagt, ich sehe hier das Risiko, dass dir jemand das Geld abluchsen möchte. Ich sehe die Entscheidungen, die du auf jeden Fall fällen sollst und auch dieses wirklich sich das Ganze von vorne bis hinten angucken. Das scheint hier ein Appell zu sein, den das Universum dir hier an dieser Stelle schicken möchte. Generell habe ich hier einen sehr sorglosen Umgang mit Geld. Das kann natürlich daran liegen, dass du einfach genug Geld hast, dass dein Job gut bezahlt ist, dass da auch regelmäßig was hinterherkommt. Auf der anderen Seite muss man hier auch ein bisschen gucken, dass man natürlich auch sorgsam mit seinem Geld umgeht. Ja, das einmal an der Stelle. Und liebe Leute, nur weil ich als Kartenlegerin gesagt habe, du wirst einen sorglosen Umgang mit Geld haben, es wird wahrscheinlich genug da sein. Kein Geld bitte ausgeben, was ihr noch nicht in den Händen habt. Ja, das ist mir einmal ganz, ganz wichtig. Ihr habt die Eigenverantwortung für euer Leben, für eure Finanzen und auch für generell alle Entscheidungen, die ihr für euch selber trefft.
So, Zwilling, jetzt gucken wir noch mal auf die sozialen Gefüge. Das sind alle Menschen, die euch im Laufe des Jahres über den Weg laufen. Das heißt, entfernte Familie, Kernfamilie, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Kegelverein oder auch Strickkränzchen. Egal, was für Menschen ihr da habt. Wir gucken mal, was wir da jetzt noch mal sehen dürfen. Wenn ihr euch fragt, was ich da mache, ich spüre, welche Karte energetisch aufgeladen ist, welche gesehen werden möchte. Und ihr könnt mich für verrückt erklären, aber tatsächlich sind die Karten warm. So, super. Also, es wäre mehr möglich, als du wahrnimmst. Das kann ich dir sagen. Irgendwie fühlen sich ein paar Leute vernachlässigt von dir. Das kannst du 2024 natürlich angehen, ne? Und auch da wieder deine freie Entscheidung, wenn du sagst, tut mir leid, aber ich bin jetzt hier niemand, der sich alle 2 Wochen bei jeder Person meldet, ne? Das bin nicht ich. Dann dürft ihr das natürlich auch so machen. Generell habe ich hier aber jemanden, der sehr viel Arbeit in die Beziehungen reinstecken sollte, beziehungsweise diese Arbeit fokussieren sollte. Also mehr fleißig sein, vielleicht mehr bei Menschen melden. Vielleicht bist du da auch einfach im Moment in so einer Situation, wo die Arbeit überwiegt, wo du dich viel um die Kinder, um den Haushalt, den Alltag kümmern musst. Hier kann mehr in die Beziehungen, in die Freunde investiert werden, also mehr melden. Die Münzen zeigen auch immer Gespräche an oder beziehungsweise Gespräche, die geführt werden können und die euch wahrscheinlich auch bereichern werden. Generell bist du hier aber eine Person, die man sehr gerne mag, die, mit der man sich gerne umgibt. Ich habe hier eine sehr friedliche Atmosphäre. Hier fließen die Gefühle, hier fließt das Wohlwollen und tatsächlich ist es auch so, viele, viele Menschen haben dich wirklich, wirklich gerne. Sie lieben dich und freuen sich, wenn sie mit dir Zeit verbringen dürfen, wenn sie in deinen Energien sein dürfen. Ne? Ritter der Schwerter, da habe ich nochmal jemanden, der Kritik äußert oder beziehungsweise der dir vielleicht nicht ganz so uneigennützig, nee, nicht uneigennützig, wie meine ich das? Nicht so ganz arglos irgendwie einfach nur folgt. Das ist keine pure Liebe, sondern da ist tatsächlich die Freundschaft oder der Kontakt ist an Bedingungen geknüpft. Auch da musst du überlegen, ob du das machen möchtest, ob diese Person es wert ist, dass du zu ihren Bedingungen mit ihr befreundet bist. Weil, wie gesagt, ich habe hier jemanden, der ganz, ganz klar sagt und formuliert, entweder du machst das und das und das oder wir sind keine Freunde mehr und das wirkt so ein bisschen wie Kindergarten, aber auch so ein bisschen wie so eine emotionale Erpressung, die aber aus dem Verstand herausgeboren ist, ne? Von daher musst du überlegen, ob du das hier haben möchtest oder ob du darauf auch verzichten kannst, ne? So, ihr Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Innenansicht. Das heißt, wir gucken jetzt auf das, was in dir drin ist. Ich möchte als erstes das Thema Glück betrachten. 2024, wirst du glücklich sein und was dürfen wir dazu sagen? Ich finde tatsächlich, so innere Themen werden immer noch sehr, sehr vernachlässigt und da trauen sich die meisten Leute nicht ran, obwohl ich sie so wichtig finde. Okay. Generell habe ich auch da beim Thema Glück ist mehr möglich. Ja, ich habe dich hier in der Position, wo du mehr ausprobieren sollst oder vielleicht die eine oder andere Aktivität mal für dich ausprobieren sollst. Ne? Mit den 5 der Stäben, das ist so ein bisschen Reibung, Hitze. Ich probiere mich aus, ich spiele so ein bisschen rum, vielleicht auch so ein bisschen Kräfte messen. Vielleicht probierst du auch das eine oder andere Hobby noch mal neu aus oder du probierst vielleicht auch den Umgang mit dir selber ein bisschen anders aus. Ich habe mit dem Ritter der Kelche eine wahnsinnig geliebte Atmosphäre. Da ist eine Menge Selbstliebe drin. Ich glaube tatsächlich auch, dass du ein sehr, sehr gutes Potenzial hättest, hier Thema Selbstliebe und dir selber verzeihen, dich selber um dich zu kümmern und dich zu pflegen. Das wäre tatsächlich hier an dieser Stelle irgendwie ist ein ganz großes Potenzial. Da könntest du sehr viel mehr draus schöpfen. Das ist wie so eine Quelle, die randvoll ist, aus der du aber noch nicht kein Wasser geholt hast. Aber sie ist definitiv randvoll und das kommt auch tatsächlich
2024 auf dich zu, als ob das Universum dir immer wieder den Appell schickt, liebe dich selber, guck, dass du dich um dich selber kümmerst, sei auch gerne mal ein bisschen eigennützig, kümmere dich um deine eigenen Befindlichkeiten, nicht immer nur im Außen, nicht immer nur im Alltag funktionieren, sondern gönn dir ein bisschen was, ne? Guck, dass du mit dir mindestens genauso liebevoll umgehst wie mit anderen. Und diese Person, also der Ritter der Kelche, das finde ich ja auch spannend, ne? Er hat hier diese Flügelchen auf dem Helm und der hat die Flügelchen hier an den Füßen oder an den Stiefeln. Ne? Es soll so ein bisschen die Assoziation von Hermes, dem Götterboten, anzeigen. Das heißt, diese göttliche Verbindung runter zur Erde, ne? Als ob dir die Gottheiten, das Universum, Buddha oder an wen du glauben magst, ne? Als ob die dir immer wieder so ein bisschen diesen Impuls schicken. Ne? Guck mal, hier ist Liebe. Guck mal, diese Quelle hast du noch gar nicht angezapft. Da könnte eine Menge drin sein. Generell habe ich dich hier aber in einer stagnierenden Position. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Generell ist da halt nicht so viel Bewegung drin. Man traut sich nicht so viel. Da ist man irgendwie so ein bisschen gebunden im Stillstand, als wärst du beim Thema Glück so ein bisschen in so eine Sackgasse gefahren. Aber wie gesagt, ich habe hier eine Quelle, die du noch gar nicht angefasst hast oder aus der du dich vielleicht noch nicht traust zu schöpfen. Bei dieser Karte kann es manchmal auch sein, dass man hier an dieser Stelle erstmal die Erlaubnis braucht, um sich selber zu kümmern. Ich weiß nicht, warum das immer so an Bedingungen angeknüpft ist. Häufig fühlen wir uns glücklich und machen das dann immer abhängig von einem anderen Menschen, aber du hast die eigene Quelle noch gar nicht angezapft. Von daher, vielleicht ist das ein Weg, um aus dieser gebundenen Stillstandssituation rauszukommen und du darfst dir auch selber die Erlaubnis erteilen, ja? Du selber darfst dir Dinge gönnen. Du verdienst es. Jetzt gucken wir einmal kurz auf die persönliche Entwicklung. Was darf ich da sehen? Das war tatsächlich während des Jahres immer wieder mal Thema bei verschiedenen Leuten. Und da will ich auch mal kurz reingucken, was ich dir da sagen darf. Da haben sich eine Menge weggeschoben. Was ist das? Gucken wir mal einmal hier, ob da welche dabei sind. Okay, du sperrst dich ein bisschen bei der persönlichen Entwicklung. Das ist aber auch in Ordnung. Ich bin hier nicht an der Stelle da, um das zu beurteilen. Ich sage einfach nur, wie es ist. Ich sehe dich so ein bisschen in der gesperrten Position, wo du sagst, du schiebst ganz viel weg, was eigentlich möglich wäre. Das ist auch in Ordnung. Das kann immer aus unterschiedlichen Gründen geboren sein, dass man da einfach nicht so offen für ist. Kann auch sein, dass das gar nicht auf dich zutrifft und sagst, hä? Persönlichkeitsentwicklung bin ich ganz vorne dabei. Was erzählt die Tante, ne? Hier sehe ich auf jeden Fall eine Person, die sich dagegen sperrt und die auch gefühlt erstmal 80% wegschiebt und sagt, nee, 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 nee. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin perfekt, wie ich bin. Oder vielleicht auch irgendwie so dieses, ich habe das gar nicht auf dem Zettel, dass Persönlichkeitsentwicklung vielleicht so ein wichtiges Thema ist. Kann auch sein, dass du sagst, tut mir leid, aber ich habe ein bestimmtes Alter, erreicht. Ich entwickle mich sowieso nicht mehr. Da kann ich dir tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen und auch weil ich sehr viele hochbetagte ältere Menschen kennengelernt habe, man entwickelt sich immer weiter, ja. Und wenn man offen dafür bleibt, dann ist das natürlich schön. Dich sehe ich hier tatsächlich wenig offen, obwohl du hier ganz viel Potenzial hättest. Ja, das einmal an dieser Stelle. Ich habe hier einmal hier diesen Blick auf die falschen Dinge. Diese Person trägt Trauer, sie guckt nur auf das, was verschütt gegangen ist, was umgekippt ist, was verloren gegangen ist. Und sie sieht das Potenzial nicht, was im Hintergrund ist. Ne? So ein bisschen, als ob du sagst, oh, ich habe mich entwickelt und jetzt ist Feierabend. Ne? Also mehr als eine Persönlichkeitsentwicklung im Leben, das kann doch jetzt hier keiner von mir verlangen. Das Ding ist, hier ist eine Menge noch möglich und hier ist auch so ein bisschen so eine frustrierte Stimmung und so, man hat sehr viel im Rücken. Das Ding ist, hier müsste man sich umdrehen, um zu schauen, was ist in meinem Rücken. Und da sitzt tatsächlich die Hohe Priesterin. Und sie ist jemand, der für Empfänglichkeit steht, auch für die Mondphasen, für eine gewisse Spiritualität, aber auch für ein differenziertes Denken und auch dieses über den Tellerrand gucken. Was ist noch möglich?
Gleichzeitig, jetzt kommen wir wieder hierzu, kommt der Ritter der Kelche ins Spiel, der so ein bisschen als Hermes der Götterbote hier an dieser Stelle fungiert, ne? Und da ist mehr drin. Auch da, Thema Selbstliebe könnte so ein Thema sein und könnte dich vielleicht auch hier beim Thema Persönlichkeitsentwicklung ordentlich voranbringen, wenn du das zulässt. Wie gesagt, ich habe da eine Quelle bei dir, die ist überhaupt nicht angezapft. Die ist da und die füllt sich immer weiter, ja? Und da hat man noch gar nicht angefangen, in die Richtung überhaupt zu denken, dass diese Quelle auch da ist in deinem Leben. Wie gesagt, da wird irgendwie der Rücken zugewandt, man ist frustriert und denkt sich, nö, das klappt eh nicht bei mir, alle anderen, bei denen klappt das, aber die haben es auch alle irgendwie einfacher. Aber wie gesagt, gleich in deinem Rücken sitzt die hohe Priesterin und ich würde dir an dieser Stelle tatsächlich raten, guck mal auf so, ich sag mal, glückliche Zufälle. Ja, wenn irgendwelche Sachen passieren, man muss da häufig einfach nur ein bisschen aufmerksam, ein bisschen offen für sein, dann passieren so Zufälle, wie zum Beispiel, dass man ständig Federn findet. Man sagt, dann wollen die Engel einem was sagen, ne? Zum Beispiel. Wenn du dich dafür interessierst, mach das gerne. Wenn du sagst, nö, da sehe ich mich nicht, natürlich auch vollkommen in Ordnung. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf die Spiritualität, ja, weil viele von euch spirituell sind oder wenigstens spirituell interessiert. Und danach kriegt ihr eine Karte, die den Segen darstellen soll für 2024. Ich befürchte fast, dass das Spiritualität ein bisschen das Gleiche ist wie mit deinem Glück und deiner Persönlichkeitsentwicklung. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Ja, doch, ist sehr ähnlich. Sehr ähnlich, zumindest von der Energie her. Also auch da wäre sehr viel mehr drin. Du bist spirituell, das sehe ich hier und du bist auch durchaus bereit, dein Wissen zu teilen. Ich sehe dich hier in einer Position, wo du dir auch einiges an Wissen angeeignet hast, aber ich sehe dich hier auch auf so einer fest vorgefertigten Position. Hier ist wenig zu rütteln. Ich habe dich hier wieder sehr fest und auch so, als ob du nicht alle Quellen ausschöpfst, ne? Und auch so ein bisschen dieses, ich bleibe in meiner eigenen Blase, ich bleibe das, ich gucke mir nur das an, was ich auf dem eigenen Teller habe. Das funktioniert auf der einen Seite natürlich sehr gut für dich und ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Aber was ich hier habe, ist tatsächlich, hier kommen noch mehr Chancen, hier kommen noch mehr Informationen und hier kommt auch noch mehr vom Universum. Ich habe das Gefühl, als ob das Universum dich erreichen will. Als ob sie ständig mit irgendwelchen Informationen oder irgendwie so mit Pfeilen auf dich schießen, natürlich stumpfe Pfeile, und sie prallen die ganze Zeit an dir ab und du denkst dir, was war das denn? Hat mich da irgendwie eine Fliege getroffen oder was? Du merkst nicht, dass diese Informationen ständig zu dir kommen, weil du vielleicht dir auch ein dickes Fell angeeignet hast, weil du vielleicht auch einfach in einer Position bist, wo du gesagt hast, nö, ich lasse auch nicht mehr so viel an mich ran. Auch das ist vollkommen in Ordnung, aber an dieser Stelle. Hier wollen dich Informationen erreichen, die du irgendwie nicht zulässt. Du bist hier sehr fest, sehr strukturiert und wie gesagt, du hast dir auch ein dickes Fell angeeignet. Das spricht auf der einen Seite dafür, dass du dich schon länger mit Spiritualität auseinandersetzt, aber oh, ich möchte es gar nicht sagen. Das böse Wort ist betriebsblind, ne? Also du wirkst so ein bisschen betriebsblind, was das hier angeht, ne? Nur das einmal. Bitte, bitte entschuldigt. Das ist wirklich, ich versuche es euch irgendwie zu erklären, die Energien, die ich hier sehe, und selbstverständlich trifft das nicht auf euch alle zu, aber wer sich da wiedererkennt, vielleicht passt der Schuh ja, ne? Page der Stäbe, hier ein bisschen Mut und dann könnte man den Weg ein bisschen weitergehen, ne? Das finde ich hier tatsächlich an dieser Stelle sehr schön. So, Zwillinge, jetzt kommen wir zur letzten Karte. Ich ziehe dir hier aus den Karten der Hohen Arkana eine Karte, die den Segen darstellen soll, die dich begleiten und beschützen soll für das neue Jahr. So. Die Sterne, super, eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Karte. Ich habe hier eine Karte, die zeigt Glück, die zeigt, es steht unter einem guten Stern. Egal, was du anpackst, es wird sich irgendwie fügen, es wird sich irgendwie positiv entwickeln. Die Stichpunkte, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, waren eine weite gemeinsame Zukunft und Glücksspiel.
Stern. Das heißt, gerade weil ich bei dir sehr viele Sachen gesehen habe, von denen du dich noch verschließt, ja, wenn du dich öffnest in irgendeinem Bereich und irgendetwas zulässt, könnte sich das tatsächlich als Glücksgriff entpuppen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so das Universum, was dich immer wieder piekst und sagst, guck mal, da ist das Glück, da ist das Glück. Und du kriegst das gar nicht mit, weil du immer nur denkst, was war das gerade? Was habe ich denn da gerade getroffen, ne? Oder vielleicht auch irgendwie so wie mit Scheuklappen durch die Gegend rennst. Auf jeden Fall, hier ist wirklich eine wahnsinnig schöne Zukunft, der Blick in was Tolles und egal, was du annimmst, was du anpackst, es steht unter einem guten Stern. Ich habe das Gefühl, als ob das Universum dir eine extra Portion Glück schenkt für dieses Jahr. Von daher, mach was draus. Ja, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, dass ihr das mit mir durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt und natürlich lasst ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Liebe Zwillinge, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch für das neue Jahr nur das Allerbeste und bis zum nächsten Mal.